Okay, ich zeige euch in diesem Part, wie eine sogenannte Synchrobeschwörung geht. Diese Beschwörung gibt es noch gar nicht so lange. Die Beschwörung kam vor circa 5 Jahren hinzu zum Yu-Gi-Oh! Spiel. Hier sehen wir ein Synchromonster, Gaia Ritter, die Kraft der Erde. Synchromonster sind weiße Karten. Hier sieht man auch Schrägstrich Synchro. Und Synchromonster sind am Anfang des Duells wie die Fusionsmonster im Extra-Deck, also hier. Auf jeder Synchro-Monster-Beschreibung ist natürlich auch abgebildet, welche Monster man dafür braucht. Hier für den Gaia-Ritter die Kraft Erde braucht man einen Empfänger und ein oder mehr Nicht-Empfänger-Monster. Was ein Empfänger-Monster ist, das zeige ich euch gleich. Synchro-Monster kannst du nicht in deinem normalen Deck aufnehmen. Stattdessen gehören sie genau wie Fusionsmonster in dein Extra-Deck. Also hier, das habe ich gerade eben erwähnt. Also wenn ihr Synchro-Monster weiße Karten habt, dann kommen die hier ins Extra-Deck rein. Um ein Synchro-Monster zu beschwören, brauchst du ein anderes Monster, das Empfänger-Monster heißt. Jedes Monster auf dessen Karte nach der Typenbeschreibung, also nach der Typenbeschreibung, das ist das hier, das Wort Empfänger steht, also hier. Hier steht Empfänger, ist ein Empfängermonster. Also so ein Monster braucht man, um ein weißes Monster beschwören zu können. Schauen wir uns einmal ein Empfängermonster an. Außerdem gibt es noch weitere Empfängermonster, die Effekte besitzen. Die Gerümpel-Synchronisiere, kriege auch ein Empfängermonster. Wenn diese Karte als Normalbeschwörung beschworen wird, kannst du ein Monster der Stufe 2 oder niedriger als Spezialbeschwörung von deinem Friedhof in die offene Verteidigungsposition beschwören. Der Effekt des Monsters wird jedoch annulliert. Schauen wir uns mal an, wie eine Synchrobeschwörung geht. Also um ein Synchromonster zu beschwören, brauchst du ein Empfängermonster und ein oder mehrere Nicht-Empfängermonster auf dem Spielfeld, die du Materialmonster zu benutzt. Also man braucht quasi ein Empfängermonster und andere Monster, die man als Materialmonster quasi benutzt. Die Summe der Summen dieser zwei oder mehrere Monster muss der Stufe des Synchromonsters entsprechen, das du beschwören möchtest. Also die Monster, die man quasi synchronisiert, insgesamt alle synchronisiert, müssen haargenau dieselbe Stufe haben wie das Synchromonster. Also es ist nicht so wie bei der Ritualbeschwörung, dass man hier einfach die Stufen auch überschreiben kann. Nein, es müssen hier exakt dieselbe Anzahl an Sternen an Monstern geopfert werden, wie das Synchromonster an Stufen hat. Außerdem musst du darauf achten, dass alle Materialmonster aufgedeckt auf dem Spielfeld liegen. Also man kann keine verdeckten Monster synchronisieren. Alle Monster müssen vorher aufgedeckt sein, damit diese als Material für eine Synchrobeschwörung benutzt werden können. Wenn du also zwei oder mehr Monster in deiner Main Phase als Materialmonster auf dem Friedhof ablegst, kannst du ein Synchromonster von deinem Extra Deck spezial beschwören. Dieser Vorgang heißt Synchrobeschwörung. Habe ich vergessen zu erwähnen, wenn diese Monster synchronisiert werden, landen sie auf dem Friedhof, also hier. Und man spricht dann von einer Synchrobeschwörung. Anders als Fusionsmonster oder Ritualmonster, kannst du Synchromonster auch ohne einen speziellen Zauber spezial beschwören. Man braucht also keine Ritualkarten oder sowas in der Art, oder Fusionskarten, um eine Synchrobeschwörung durchzuführen. Es geht komplett ohne Zauber und Feinkarten. Man braucht einfach nur Monster, um eine Synchrobeschwörung durchzuführen. Gut, dann machen wir mal eine Synchrobeschwörung. Wir haben ein Empfängermonster der Stufe 3. Also wenn man eine Synchrobeschwörung machen möchte, sollte man immer die Stufen vergleichen. Was haben wir denn an Monstern auf dem im Extra-Deck? Ich wollte schon auf dem Friedhof sagen.
Okay, hier, wir können es uns mal wieder nicht anschauen. Das ist super. Also, kolossaler Kämpfer, glaube ich mal. Müssen wir beschwören. Kolossaler Kämpfer hat Stufe 8. Das heißt, wir müssen jetzt so viele Monster beschwören, bis wir exakt Stufe. Jetzt müssen wir so viele Monster auf dem Spielfeld abgeben, bis wir Stufe 8 haben. Und darunter muss ein Empfängermonster sein. Denn hier steht ja ein Empfängermonster. Und ein oder mehr Nicht-Empfängermonster. Also, wir haben hier ein Empfängermonster. Das hat Stufe 3. Jetzt brauchen wir nur noch einen Empfänger, ein Nicht-Empfängermonster der Stufe 5. Oder es gehen auch andere Monster. Das hat, ist ein Nicht-Empfänger mit Stufe 3. Ja, okay. Das ist leider Empfängermonster. Das ist kein Empfängermonster. Wir haben. Okay. Hier muss man ein bisschen variieren. Wir können es auch so machen, dass wir Magma Drache hat Stufe 2 Empfänger. Da brauchen wir jetzt nur noch eins der Stufe 6. Ja, der schwarze Magier hat Stufe 7. Aber ich glaube, wir müssen vielleicht was anderes beschwören. Was müssen wir denn beschwören? Den Gojo-Wächter können wir beschwören, oder? Gojo-Wächter hat Stufe 6, ein Empfänger und ein Nicht-Empfängermonster. Oder auch mehr. Nicht-Empfängermonster geht auch. Gut, wir brauchen jetzt Stufe 6. Akmatach hat Stufe 2. Und Plünder Hauptmann Stufe 3. Das wäre dann 3 plus 2 sind 5. Kommt nicht ran. Aber wir können Empfängerkrieger und Plünder Hauptmann synchronisieren. Das ist 3 plus 3 ergibt dann 6. Damit können wir den Gojo-Wächter beschwören, indem wir das hier als Synchro-Monster benutzen, als Empfängermonster benutzen und das hier als Nicht-Empfängermonster. Und beide haben Stufe 3, ein 2 mal 3 ergibt natürlich 6. Gut, ich wähle jetzt den Gojo-Wächter aus, er hat Stufe 6. Wir müssen jetzt quasi insgesamt 6 Stufen opfern. Darunter muss ein Empfängermonster sein. Und ein Nicht-Empfängermonster oder auch mehr Nicht-Empfängermonster geht auch. Ich wähle jetzt den Empfängerkrieger und den plündernden Hauptmann als Synchromaterial und führe eine Synchro-Beschwörung durch. Beide Monster landen auf dem Friedhof und wir können Gojo-Wächter von unserem Extra-Deck Synchro beschwören. Synchro-Monster selbst können ebenfalls als Nicht-Empfänger-Materialmonster verwendet werden. Also man kann auch als Synchro-Monster als Material für eine neue Synchro-Beschwörung benutzen. Es geht auch mit Ritualmonstern, mit Fusionsmonstern. Es geht einfach alles. Hauptsache, es ist ein Nicht-Empfänger-Monster. Gut, dann machen wir es nochmal. Jetzt machen wir nochmal eine Synchro-Beschwörung. Und zwar kolossale Kämpfer hat Stufe 8. Gut, wir haben Magma-Drache der Stufe 2. Das ist das Empfängermonster, was wir brauchen. Und dann brauchen wir noch ein Nicht-Empfängermonster mit mindestens Stufe 6, um dieses Stufe 8-Monster spielen zu können. Wir haben hier den Gojo-Wächter. Das ist ein Nicht-Empfängermonster. Das heißt, man kann auch ein Synchro-Monster synchronisieren. Das ist auch ein häufiger taktischer Zug in einem Synchro-Deck, was darauf spezialisiert ist, möglichst viele Synchro-Monster von Extra-Deck-Synchro zu beschwören. Ja, jetzt können wir wieder den Modus auswählen. Das ist auch wieder wie bei einer Fusionsbeschwörung so, dass man sich den Modus auswählen kann. Angriffsposition oder Verteidigungsposition. Das zählt auch wiederum als Spezialbeschwörung. Ich wähle jetzt die Angriffsposition. Wenn du alle Voraussetzungen für eine Synchro-Beschwörung erfüllst, kannst du sehr mächtige Monster auf das Spielfeld rufen. Wenn du ein Deck zusammenstellst, ist es wichtig, eine gute Balance zwischen Empfänger- und Nicht-Empfängermonstern zu finden. Also man kann sein Deck quasi nicht nur mit Empfängermonstern voll stopfen, sondern dann hat man keine Materialmonster, die man ja, dann abgeben kann, sondern man hat nur Empfängermonster. Und man kann keine Empfängermonster mit anderen Empfängermonstern synchronisieren, das geht nicht. Man braucht also immer Empfänger- und Nicht-Empfängermonster, um eine Synchro-Beschwörung durchzuführen. Die Voraussetzungen für den Gebrauch von Materialmonstern verlieren je nach Synchro-Monster
Lies den Kartentext jedes Synchro-Monsters also sorgfältig durch. Es gibt auch spezielle eigene Monster, die man braucht. Hier zum Beispiel brauchen wir einen Gerümpel-Synchronisierer dafür, um eine Synchro-Beschwörung durchzuführen und ein oder mehr Nicht-Empfänger-Monster. Also es geht quasi nicht mit einem anderen Empfängermonster. Hier ist es vorgeschrieben, welches Empfängermonster man genau dafür braucht. Und hier ist es in dem Fall der Gerümpel-Synchronisierer. Es gibt Monster wie diese hier, die ganz bestimmte Empfängermonster benötigen. Okay, lass uns rekapitulieren. Um was für eine Monsterkarte handelt es sich, wenn sie weiß sind? Sind es Synchro-Monsterkarten, sind es Empfängermonsterkarten oder sind es Fusionsmonsterkarten? Die Antwort ist, es sind Synchro-Monster. Was wird für eine Synchro-Beschwörung nicht benötigt? Sind es Empfängermonster? Sind es Nicht-Empfängermonster? Oder ist es eine Zauberkarte? Man braucht für eine Synchro-Beschwörung keine Zauberkarte, man braucht nur Monster, um eine Synchro-Beschwörung durchzuführen. Welches der folgenden Monster kann nicht als Materialmonster für ein Synchro-Monster Stufe 6 verwendet werden? Ist es ein Synchro-Monster? Ist es Monster Stufe 6? Oder ein Monster Stufe 1? Die Lösung ist Monster Stufe 6, denn man braucht ja dann noch einen Empfänger. Also man braucht mindestens zwei Monster für eine Synchro-Beschwörung und wenn man nur ein Monster Stufe 6 abgibt, dann geht es dann eben nicht mehr. Man braucht ja dann auch noch ein zweites Monster und es würde dann die Stufe 6 überschreiben, also Stufe 7 haben. Und mit Stufe 7 kann man kein Monster spielen, was Stufe 6 hat. Also man braucht für eine Synchro-Beschwörung mindestens zwei Monster. Das war's zum Thema Synchro-Beschwörung. Im nächsten Part schauen wir uns an, was ein Turbodell ist, für diejenigen, die vielleicht ein 5Ds-Spiel spielen wollten in als Computerspiel oder als anderes Spiel oder als Videospiel, ist ja fast dasselbe das Ganze. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag, euer MKP. Macht's gut und ciao!